Ja, hallo, Michael Kotze, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute verdienen wir nebenbei 100 Euro mit Pinterest. Im Internet Geld verdienen 2021. Das ist doch mal ein Titel, oder? Für alle, die jetzt starten wollen, 1100 Aufrufe hat das Video. Mächtig genial. Also schauen wir uns das einfach mal an. Nikolas Business ist der YouTube-Kanal. Ja, habe ihn natürlich auch abonniert. Glocke. Betätigt. Ein bisschen locker. Okay, schauen wir uns einfach mal an. Dir eine neue Möglichkeit vor, eine neue Strategie, wie du online Geld verdienen kannst. Und wir sind sogar heute auf einer neuen Plattform, die ich bisher so noch nicht vorgestellt habe, und zwar Pinterest. Und wie wir letztlich mit Pinterest Geld verdienen können. Ja, mit der heutigen Strategie, die ich dir zeige, das ist auf jeden Fall eine Strategie, die sehr, sehr anfängerfreundlich ist. Also dafür brauchen wir. Okay, also das Ideale für mich, oder? Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr eigentlich zu meinem schönes Cappy? Rockstar and Angel. Das ist schon das zweite, was ich hier. Da habe genau das gleiche. Ja, die erste Qualität war besser vor ein paar Jahren. Aber ich fand das so geil, das Cappy, dass ich es mir nochmal gekauft habe. Das andere habe ich im Zug liegen lassen. Ja, schauen wir einfach an. Brauchst du kein besonderes Know-how, ja, vor allem wenn du den Schritten gleich folgst, die ich dir zeige. Du hast da auch eine riesige Auswahl, wie du das Ganze letztlich für dich umsetzen möchtest. Also du hast da wirklich 100 verschiedene Möglichkeiten. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Nischen mit unterschiedlichen Produkten, die du bewerben kannst. Okay, ich bin mal gespannt, welche Nische er jetzt hat für 100 Euro nebenbei. Es ist keine Zeitangabe dabei am Tag. In der Woche, im Monat. 100 Euro am Tag wäre natürlich 3000 Euro im Monat mit Pinterest. Geil, oder? Ja, Pinterest ist dafür eine sehr, sehr coole Plattform und dementsprechend wollen wir die auch heute dazu nutzen, um letztlich online Geld zu verdienen, um unser erstes Geld im Internet zu verdienen. Und wie genau das Ganze funktioniert, werde ich dir gleich erklären. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich werde dir heute wieder eine neue Strategie vorstellen. Und zwar heute, wie erwähnt, natürlich mit Pinterest. Ja, wir können letztlich ja pro Klick sogar möglicherweise Geld verdienen. Also da müssen wir schon ein bisschen was dazu machen. Wir sind jetzt hier nicht auf irgendeiner Website und klicken da rum. Ja, also nicht irgendwelche Werbeanzeigen oder sowas. Sondern ja, wir sind auch auf einer Website, wo wir letztlich als kleiner Affiliate Geld verdienen können, indem wir E-Mail-Adressen sammeln. Ja, so eine Strategie habe ich dir ja schon mal vorgestellt. Heute ist es aber auf jeden Fall nochmal komplett anders. Ja, vor allem dadurch, dass wir auch nochmal Pinterest nutzen. Und eine andere Plattform. Und wie genau das Ganze funktioniert? Pinterest ist echt interessant. Also, das ist auf jeden Fall. Entschuldigung. Wenn ich jetzt anfangen würde auf eine Plattform, würde ich höchstwahrscheinlich auch Pinterest nutzen. YouTube, Pinterest. Und mit meiner Facebook-Erfahrung natürlich Facebook. Ja, aber das ist einfach nur, weil ich 5 Jahre Facebook-Erfahrung habe, wie man da gratis Traffic generieren kann. Funktioniert, das werde ich dir jetzt gleich erklären. Also pass genau auf. Als erstes sind wir bei Google und dort gibst du um ein CPA-Lead. Da ist eine Regie. Okay, ja, war ich schon mehrmals drauf auf der Seite, aber schauen wir mal an, was er sagt. Oh. Riesige Plattform und ja, hier auf dieser Plattform können wir halt letztlich Geld als Affiliate verdienen, indem wir ja möglicherweise E-Mail-Adressen einsammeln. Manchmal kriegt man sogar Geld, auch nur, dass Leute auf einen Link klicken. Ist aber keine Strategie, die ich dir jetzt heute vorstellen werde, sondern es geht darum, dass wir letztlich ja Affiliate-Provisionen kassieren, indem wir E-Mail-Adressen für andere Leute einsammeln. Wie genau das? Das sind ja keine Affiliate-Provisionen, das sind ja Lead, also eigentlich, ne, für ein Lead, also für E-Mail-Adressen, ne? Ja, ein bisschen kleinkariert jetzt von mir, aber Affiliate-Marketing ist eigentlich eher, du kriegst eine Provision, das andere ist der Lead. Ja, Marketing sozusagen. Wenn du gut Leads sammeln kannst, also wenn du gut Leads sammeln kannst, E-Mail-Adressen und so, bau dir dein eigenes Business auf. Sammel keine E-Mail-Adresse für fremde Leute auf Dauer, sondern für deine eigene E-Mail-Liste. Für dein eigenes Business. Alles andere ist so dumm. So dumm, wenn du für andere Leute Leads sammelst für 50 Cent oder so. Ohne Scheiß. Du bau dir deine eigene Liste auf. Das ist das Einzige, was auch nachhaltig ist. Die Liste hast du in 1, 2 Jahren noch. Ja, klar, die schrumpft, die wächst ein bisschen oder so. Aber du hast die Leads, damit kannst du Geld verdienen. Ganz, ganz wichtig. Das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt genauer an. Also, CPA-Lead, so sieht die Seite hier aus. Ja, und CPA steht natürlich für Cost per Action.
nichts Besonderes. Hier gibt es natürlich auch große Unternehmen, die zum Teil mit dieser Webseite zusammenarbeiten. Ja, aber das hier ist natürlich erstmal relativ uninteressant, sondern wir wollen natürlich schnell ins Dashboard, um letztlich Geld zu verdienen. Und dafür ist es ja sehr ersichtlich, steht ja hier oben schon Sign Up. Dort klickst du natürlich dann auch drauf. Und ja, hier hast du jetzt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst entweder dich mit Facebook beispielsweise verbinden. Ich nutze hier meistens immer das Google-Konto. Und überall melde dich nicht über Facebook und Google und so an. Warum? Es werden viele Daten vielleicht weitergegeben, gerade wenn das dann wirklich über Facebook, du musst bestätigen und so. Du weißt nicht, was die Leute wirklich sehen dürfen, die Freunde und. Und wenn das eine Plattform ist, wo du Geld verdienst und du verlierst deinen Facebook-Account, kommst du nicht mehr in der Plattform rein. Also ganz, ganz wichtig, mach das nicht, wenn du nachhaltig, mach dir eine eigene E-Mail-Adresse, eine Gmail-E-Mail-Adresse oder so von mir aus, wo du dich immer einloggst und wo du auch eine E-Mail-Adresse hast für alle Partnerprogramme, alle Geldverdien-Sachen. Keine anderen Sachen, damit du wirklich alle Informationen immer bekommst. Aber ja, du verlierst den Facebook-Account oder du hast irgendwie, du löscht den einfach mal von dir aus und kommst nirgendwo mehr rein. Also je nach Login-Verfahren. Aber eigentlich bei vielen kommst du dann einfach nicht mehr rein, weil du deinen Facebook-Account gelöscht hast oder er wird dir gesperrt. Und dein Business ist dann im Popo. Oder ja, kannst ja auch einen Namen festlegen, Nachname. Könntest auch erstmal irgendein Fake-Zeug reinschreiben, ist völlig egal. Ja, aber ich will einfach den Google-Account nutzen. Dann E-Mail-Adresse, Passwort und ein bisschen noch eine Sicherheitsfrage und bestätigst das Ganze. Und dann können wir auch schon loslegen. Und dann kommen wir nämlich in unser Dashboard und könnten schon sofort Geld verdienen. Ja, wenn du dich angemeldet hast, dann ist das Ganze vermutlich erstmal so ein bisschen unübersichtlich, wo ich sagen muss, dass das Dashboard mir ziemlich gut hier gefällt von CP Elite. Und ja, wie genau das Ganze jetzt hier funktioniert, worauf du achten musst, das werde ich dir zeigen, zumindest die entscheidenden Punkte, denn das ist wirklich jetzt nicht so besonders schwierig. Als erstes gehen wir hier auf Offers. Ja, hier links auf der Seite steht Offers und dann schauen wir uns jetzt mal an. Aber er hat damit noch gar kein Geld verdient, ne? Dass hier so alles gibt, was wir beispielsweise bewerben können. Wir müssen da immer so ein bisschen drauf aufpassen. Jetzt hier oben ist das Ganze beispielsweise auf United States. Ja, wir könnten jetzt hier auf Germany gehen. Ja, wir könnten auch hier auf All Countries gehen. Wir bleiben jetzt hier mal bei United States, denn diese Möglichkeit, die ich dir zeige, kann man aus meiner Sicht am besten in Amerika umsetzen, beziehungsweise wenn wir nachher einfach etwas auf Englisch machen. Das zeige ich dir aber. Das ist jetzt nicht so besonders schwierig. Du kannst aber hier auch auf Germany gehen. Also hier gibt es wirklich für jede Sprache unterschiedlichste Möglichkeiten, beziehungsweise unterschiedlichste Webseiten, die wir bewerben können. Und wie läuft das Ganze ab? Also man hat jetzt hier beispielsweise, hier steht Netflix-Quiz. Wir können jetzt hier einfach mal beispielsweise draufklicken. Ja, hier ganz, ganz wichtig. Diese Webseite könnte man beispielsweise jetzt noch nicht direkt bewerben. Da müsste man sich dort anmelden. Bei den meisten ist es aber so, dass wir hier auch schon sofort einen Affiliate-Link haben. Ja, ich zeige jetzt einfach mal diese Seite. Können wir jetzt hier auf Preview klicken. Und ja, das ist so eine typische Quiz-Seite, die sich jetzt hier öffnen wird. Und ja, hier kannst du dann sozusagen dein Wissen über Netflix ja, preisgeben. Ich habe davon keine Ahnung, ich habe das noch nie benutzt. Und ja, kannst dann hier diese Frage beantworten, um das Ergebnis zu erhalten, musst du nachher eine E-Mail angeben und fertig. Ja. Und dafür würde man jetzt in diesem Beispiel, wenn man sich jetzt in diesem Network von dem anmelden würde, 48 Cent bekommen. Ja, aber die müssen erstmal durch die ganzen Fragen durchklicken und dann noch Daten eingeben. Erst dann, wenn es 100%ig vollständig ist, dann, ne? Und wenn die vielleicht die Datensätze schon haben, also viele Anbieter bezahlen dich nicht für doppelte Datensätze. Also wenn sich jemand anders schon mal angemeldet hat oder vor einem Jahr irgendwie, bekommst du auch manchmal keine Kohle. Musst du so ein bisschen aufpassen, gerade wenn das so Leads sind, wo du 15 Euro für bekommst oder 100 Euro für Treppenlifte oder so, ne? So, da sind ja Partnerprogramme, die zahlen richtig viel Geld für einen Datensatz. Ja. Ganz einfach. Also du teilst den Link theoretisch. Jemand macht das Ganze, ja, über, gibt die Antworten ein in diesem Quiz und bekommt dafür jedes Mal Geld. Und jetzt hier erstmal rechts bei Payout klicken wir einmal drauf. Dann kommt erst sozusagen das günstigste. Hier sind 10 Cent bei NordVPN. Ist, glaube ich, sogar deutsch. Habe ich schon häufiger mal bei YouTube Werbung von gesehen. Ja, aber 10 Cent, wofür? Einfach für einen Klick? Das ist jetzt für einen Klick? Okay. Ja, und hier haben wir $5.22 sogar letztlich. Und zwar ist das jetzt hier in Amerika natürlich. Ja, und was aber jetzt viel entscheidender ist, ist jetzt nicht das, was hier steht, sondern wir gehen hier nochmal nach oben. Und hier oben gibst du dann ein E-Mail-Submit
and Surveys. Ja, hier klicken wir jetzt drauf, damit wir nur die Aufgaben haben bzw. die Affiliate-Links bekommen können, wo wir letztlich auch E-Mail-Adressen einsammeln. Und ich habe jetzt hier mal so ein Beispiel vorhin schon mal rausgesucht. Das ist jetzt hier Amazon Black Friday. Ist ja jetzt aktuell. Aber trotzdem für eine E-Mail-Adresse, dass du $1 bekommst, Leute, mach das nicht. Wenn du die E-Mail-Adressen sammeln kannst für $1, du verkaufst die. Nein. Also wenn du so eine Make-Money-E-Mail-Adresse hast oder so, die sind ja teilweise, ja, ich würde mal sagen, 1 Euro im Monat wert. Na, also wenn du dann halt 1000 Make-Money, also in Englisch, 1000 E-Mail-Adressen hast in deiner E-Mail-Liste, solltest du damit mindestens mal 1000 Euro machen jeden Monat. Na, das ist das halt. Ich zeige dir im Jetset Affiliate System auch sehr viele Sachen. Ziemlich passend, ja, Black Friday ist ja bald und diese Seite sah folgendermaßen aus. Ja, du kannst hier einfach draufklicken und hier hast du beispielsweise auch schon sofort den Affiliate-Link. Ja, das ist der Affiliate-Link und was haben wir oben? Genau, 99 Cent wirst du jetzt hierfür bekommen. Wir können uns auch mal die Seite anschauen. Ja, ich habe schon geahnt, weil ich habe vorhin ja dieses kleine Quiz schon durchgemacht. Auf jeden Fall, wenn du, das waren die Fragen und wenn du die am Ende fertig beantwortet hast, ja, dann kannst du jetzt hier typisch, könnte ich jetzt hier Name, Nachname eingeben und E-Mail-Adresse. Und wenn ich das bestätige, beziehungsweise jemand auf meinen Link geklickt hat und das Ganze bestätigt, bekomme ich 99 Cent. Ja, das war schon, mehr nicht, ist ein kleines Quiz und du kriegst dann so eine Amazon-Giftkarte. Und man kennt es gerade in Amerika, ja, da sind die Leute nicht so skeptisch wie in Deutschland, da melden die sich eigentlich für jeden möglichen Kram, ja, für jeden möglichen Scheiß melden die sich da zum Teil an, um da einfach mitzumachen. Das ist denen eigentlich ziemlich egal. Naja, es sind ja auch über 300 Millionen Amerikaner. Das heißt, du hast die Häufigkeit auch viel höher, ne? Und im englischsprachigen Raum, du hast ja noch die Kanadier dazu, Engländer, Australier und so, die auch alle Englisch sprechen. Die hast du ja auch noch alle da. Ne? Also die Welt spricht Englisch, dann hast du halt eine größere Chance, auch da eine geile Liste aufzubauen. Okay. Und du bekommst halt jedes Mal jetzt in diesem Beispiel 99 Cent dafür. Also das finde ich schon eine ziemlich coole Möglichkeit, gerade am Anfang, weil du halt ja, kein Geld ausgeben musst und niemandem irgendetwas verkaufen musst, sondern es geht eigentlich immer nur um die E-Mail-Adresse. Und man muss jetzt ja auch keine besonderen Daten angeben. Und wer gibt hiervon schon nachher seine richtigen Daten an? Es geht halt einfach wirklich nur um diese E-Mail-Adresse. Und so kannst du halt hier auch so ein bisschen durchgucken, welche Nische dir irgendwie gefällt. Ja, du kannst das Ganze natürlich auch nochmal nach Ländern sortieren. Und dann kannst du dir letztlich den Affiliate-Link abholen. Ich bin mal gespannt, es ging ja um Pinterest. Ne? Also ein Partner-Programm haben wir jetzt. Okay, 1 Euro ist echt wenig. Oder ein Dollar ist echt wenig. Das ist ja noch mal, ne? 90 Cent nur oder so. Oder? Ja. Hier ist Survey Junkie beispielsweise. Mal gucken. Ja, guck mal, die haben ja auch sogar schon einen Affiliate-Link. Also das könnte man hier auch beispielsweise bewerben. Ja, ist so eine Seite, wo man dann wahrscheinlich wieder kleine Aufgaben erledigen kann. Das kannst du dir ja dann vorher genau anschauen. Und jetzt stellst du die Frage, wie wir hiermit Geld verdienen können. Ja, ist alles schön und gut. Haben wir unzählige Seiten, ja, hunderte Möglichkeiten, also hunderte Webseiten, die wir bewerben können. Bekommen wir jedes Mal im Durchschnitt zwischen 50 Cent und einem Euro bzw. einem Dollar pro Lead, also pro E-Mail-Adresse. Und wie gesagt, natürlich nehmen wir heute Pinterest. Ja, kannst du einfach oben bei Google eingeben, Pinterest eingeben. Ich denke, das kennt mittlerweile jeder von euch, Pinterest. Ist eine Plattform, ich glaube, 70% Frauen oder 80% Frauenquote ist dort. Ist aber egal, ich habe hier mal beispielsweise oben PayPal eingegeben. Ja, und jetzt wird es nämlich schon interessant. Wir können einfach mal auf diese Seite hier beispielsweise draufgehen. Und du kannst hier oben natürlich bei jedem Pin einen Link einfügen. Das zeige ich dir gleich. Und dieses Bild könnte man theoretisch jetzt hier auch schon übernehmen. Auf jeden Fall, hier kommen minütlich neue Pins bzw. neue Beiträge rein, wo Leute dann ja, Werbung machen für ihn. Und eigentlich ist es alles Fake, ne? Da bekommt ja keiner 1000 Dollar PayPal-Giftcard. Ja. Irgendwelche Webseiten hier, der hat jetzt hier beispielsweise Linktree, Link, wo er vermutlich noch mehrere Links hat. Und dort kann man sich dann genauso anmelden wie gerade auch. Ja, und dann bekommt. Oder der Account wird höchstwahrscheinlich manchmal auch gesperrt, wenn du zu viele Links von so einem Spamming-Anbieter hast. Und der übergeht das halt mit Linktree oder so. Oder ja, könnte auch sein. Ne? Dass Pinterest sperrt auch Accounts. Wenn du dann halt einen guten Account aufgebaut hast, wo du auch Follower hast oder so und der auch Trust hat, bringt dir das viel mehr wie dann irgendwas rumgespamme. Kommt er dafür letztlich Geld? Ja, du bist halt einfach gelistet. Das ist sozusagen ähnlich wie bei Instagram dann der Feed. Und ja, hier ist mal. Und 100 Euro nebenbei mit Pinterest verdienen, das sind dann halt 110, 120 E-Mail-Adressen, ne, bei 99 Cent.
Dollar-Euro-Kurs sind dann 110, 120 E-Mail-Adressen, die du gesammelt haben musst. Das ist schon eine Hausnummer. Und wie gesagt, wenn das deine eigenen sind, du hast die in deinem eigenen E-Mail-Marketing-Programm, hast dann halt ein paar E-Mails, die du immer rausschickst, verdienst damit mehr. Das sind hier alles nur Giveaway-Sachen und jedes Mal ist halt oben ein kleiner Link, also in dem Fall unser Affiliate-Link, die Leute klicken drauf und ja, wir bekommen letztlich Geld, wenn die Leute sich dann angemeldet haben beziehungsweise einfach ihre E-Mail-Adresse hinterlegt haben. Also ja, hier ist beispielsweise $100 Google Play-Guthaben, habe mich auf jeden Fall hier gerade verklickt. Ist auch egal, du kannst hier unten rechts einfach auf dieses kleine Pluszeichen gehen und dann gehen wir hier auf einen Pin erstellen. Wie gesagt, hier könntest du jetzt so ein Bild hochladen mit dem PayPal-Zeichen, gibt ja genügend Webseiten. Da kannst du auch auf Pixabay gehen, wo du so ein PayPal-Zeichen beispielsweise hast oder kannst auch so eine Karte, so eine Giftkarte nehmen, wie auch schon auf der Webseite. Ja, du kannst auch dieses Bild von der Webseite letztlich übernehmen, auf der du dann schon warst. Ja, hier ist jetzt diese Netflix-Seite gewesen, beziehungsweise hier diese Amazon-Giftkarte, könnte man ja auch beispielsweise benutzen. Ja. Und ja, dann legst du halt los und kannst dir dann das Bild einfügen, gibst hier oben irgendwie einen Titel ein, beispielsweise Free, nehmen wir jetzt mal $100, nehmen wir Amazon Gift Card, ja, wenn wir das Ganze jetzt hier in Amerika machen würden, und dann kannst du einen kleinen Text. Also es geht auch nur ein paar Minuten, das Video. Ich glaube, das System hast du verstanden. Ich finde es jetzt nicht so prickelnd, weil wie gesagt, Pinterest ist echt mächtig. Du kannst richtig viel Geld verdienen über Pinterest. Auch am Tag 100, 200 Euro, aber das ist schon ein bisschen bessere Taktik. Ne? Wenn dir das Video gefallen hat, hey, lass ein Like da, ein Abo. Mein Name ist Michael Kotzow, ich bin der Rucksackunternehmer. Ich habe hier noch zwei weitere Videos für dich, schau sie dir einfach mal an und wir sehen uns dort.